Hallo, hier ist wieder der Sven von der Internetfahrschule. Ich freue mich, dass ihr da seid. Heute mit unserem ersten Video, wie versprochen. Und ich habe mir viel Gedanken gemacht, wie wir am besten anfangen. Und ich habe gedacht, wir machen es einfach mal chronologisch und fangen ganz von vorne an. Für einige von euch vielleicht zu spät, für die, die noch auf der Suche sind nach der Fahrschule, die sich noch nicht angemeldet haben, dieses Video hier. Wie finde ich die beste, die passende Fahrschule für mich? Eine Pauschalaussage ist relativ schwierig, weil es ist natürlich irgendwie ein bisschen individuell zu betrachten. Jeder möchte irgendwas anderes vielleicht von der Fahrschule, vom Fahrlehrer. Deswegen, ich habe mal so eine grobe Liste gemacht, so eine Checkliste. Und die möchte ich mit euch jetzt ganz gerne mal abarbeiten. Macht euch klar, ihr werdet ungefähr 3 bis 4 Monate Zeit brauchen im Schnitt. Und ihr werdet den einen oder anderen Euro schon bezahlen müssen. Also deswegen macht es wirklich Sinn, sich vorab den einen oder anderen Gedanken zu machen, welche Fahrschule nehme ich. Ja, es gibt gute Fahrschulen, es gibt schlechte, sicherlich deutlich mehr gute wie schlechte. Aber es steht leider nicht außen an der Tür, gut oder schlecht. Deswegen seid ihr gefordert, ihr müsst euch Gedanken machen vorab. Und es ist halt immer unangenehm, wenn ich mitten in der Ausbildung bin und ich merke dann, ja, das ist dann vielleicht doch die Fahrschule, die ich vielleicht nicht hätte nehmen sollen. Ja? Deswegen meine Checkliste für euch. Wir fangen mal an. Erreichbarkeit der Fahrschule. Wie kommt ihr dahin? Könnt ihr das zu Fuß machen? Müsst ihr mit dem Fahrrad fahren oder müsst ihr euch bringen lassen? In dem Fall muss es natürlich zuverlässig sein und regelmäßig sein. Es nützt euch nichts, wenn ihr eine ganz tolle Fahrschule gefunden habt, die ist aber ewig weit weg und ihr habt eigentlich kaum eine Möglichkeit, dahin zu kommen. Ja? Also Erreichbarkeit der Fahrschule, macht euch Gedanken, wie kommt ihr dahin regelmäßig? Wie oft habt ihr Unterricht, theoretischer Unterricht? In der Regel findet das eigentlich immer statt in der Zeit von 18 bis 19 Uhr abends. Also auch das wäre noch ein Punkt. Habt ihr irgendwelche Termine, die ihr nicht verschieben könnt zu dieser Zeit und nicht verschieben wollt? Es gibt auch Fahrschulen, die bieten das schon um 14 Uhr an. Das macht manchmal Sinn, dass man das direkt nach der Schule machen kann. Von der Häufigkeit, also ihr solltet schon die Möglichkeit haben, 2-mal die Woche zum Unterricht zu gehen. Das ist eigentlich auch Standard. Ne? Es gibt aber auch Fahrschulen, die es vielleicht nur 1-mal machen. Das ist nicht ausreichend. 2-mal muss machbar sein. Ob ihr hingeht oder nicht, spielt keine Rolle. Aber die Möglichkeit muss zumindest da sein. Wenn es eine größere Fahrschule ist, dann gibt es eventuell 2 Stellen, vielleicht auch mehrere. Dann müsst ihr mal gucken, wie ihr die erreichen könnt. Da habt ihr vielleicht die Möglichkeit, 3, 4, 5, 6-mal die Woche Unterricht zu machen. Ja? Also das kann das Ganze letztendlich nur beschleunigen. Aber wie gesagt, 2-mal ist das Minimum, das muss sein. Welche Wochentage? Passt das mit euren Terminen, mit Sport, je nachdem, was ihr da alles noch so abends oder nachmittags habt? Wenn, wie gesagt, dann nur ein Unterricht unterm Strich übrig bleibt, ist das einfach zu wenig. Weil ich nehme mal das Beispiel die Klasse B, da müsstet ihr 14 Mal kommen und wenn das nur 1-mal die Woche möglich ist, das ist einfach zu wenig, es dauert zu lange. Ja? Holt euch Meinungen von Fahrschülern ein, Informationen, so viel wie ihr kriegen könnt. Am besten geht das natürlich über ehemalige Fahrschüler oder Fahrschüler, die aktuell dabei sind. Wenn ihr jetzt keine Leute kennt, dann geht einfach mal hin, Viertelstunde vom Unterricht und fragt den einen oder anderen. Fragt nicht nur einen, fragt mehrere. Und wenn es ja mal, wenn bei vielen Leuten das alles so in dieselbe Richtung geht, dann wird es irgendwo auch verlässlich. Ja? Aber wie gesagt, ihr müsst das immer ein bisschen differenzieren. Vielleicht haben die Leute ganz andere Vorstellungen und möchten ganz andere Sachen von dem Fahrlehrer, wie ihr das letztendlich wollt. Ja? Ein Probeunterricht, der kann relativ viel aufdecken. Würde ich immer machen, immer empfehlen. Fragt nach, sagt, ihr möchtet den Führerschein machen, ob ihr euch reinsetzen dürft. Eine Fahrschule, die das verneint, streicht sie von eurer Liste. Die haben irgendwas zu verbergen. Es gibt keinen plausiblen Grund, warum man euch das verwehren sollte. Wenn ihr drinnen sitzt, könnt ihr viel sehen. Guckt euch aber mal an, wie sauber ist die Fahrschule. Mit was für Medien wird da gearbeitet? Steht da noch der alte schwarz-weiß Röhrenfernseher? Dann würde ich da mal so ein kleines Fragezeichen hintermachen, ob das jetzt wirklich die Fahrschule ist, die noch einen zeitgemäßen Unterricht bieten kann für euch. Ja? Wie ist die Art des Unterrichts, die der Fahrlehrer macht? Steht ja jetzt wirklich 90 Minuten da und hält so einen Monolog mit sich selber. Also ich habe ja auch mal einen Führerschein gemacht, das ist zwar schon lange her. Und dann geht man halt lange zur Schule oder ist in der Ausbildung und dann muss man dann abends noch 90 Minuten zur Fahrschule. Man kann sich sicherlich was Besseres vorstellen. Und wenn dann noch jemand da steht und der spricht mehr oder weniger 90 Minuten mit sich alleine, dann ist es todlangweilig und man schaltet dann nach 10 Minuten ab. Ja, also der Lerneffekt ist nicht wirklich vorhanden. Also ein vernünftiger Unterricht sollte gestaltet werden, dass man vielleicht auch mal eine Gruppenarbeit macht, dass mal ein Arbeitsblatt ausgeteilt wird, dass auch mal eine Videosequenz gezeigt wird. Wobei, Betonung auf Sequenz, also wenn es das 60-Minuten-Video ist und der Fahrlehrer guckt sich die Zeitung an, dann ist das natürlich auch nicht richtig. Falls ihr tatsächlich eine Fahrschule habt, die reinen Fragebogenunterricht macht,
dann würde ich die auch von meiner Liste streichen. Das ist auch ganz klar verboten, das darf man nicht. Aber es gibt immer noch schwarze Schafe, die das tun, aus Bequemlichkeit. Und das sind Sachen, die könnt ihr zu Hause erledigen. Dafür müsst ihr also nicht abends 90 Minuten in der Fahrschule sitzen. Ne? Dann die Theorieprüfung könnte ein Aspekt sein. Es gibt, also normalerweise ist es eigentlich so, dass man zusammen mit seiner Fahrschule, mit dem Fahrlehrer oder mit irgendjemandem aus dem Büro zusammen zur Theorie fährt und ihr habt eine Betreuung da. Dann sind auch die Papiere, die kommen dann halt über diese Person mit zum Prüfort. Es gibt aber auch Fahrschulen, die machen einen Termin für euch beim TÜV und die geben euch einfach die Uhrzeit und händigen euch die Papiere aus und ihr müsst alleine dahin gehen. Halte ich für nicht unbedingt sehr gut, bei einer Prüfung alleine aufschlagen zu müssen. Ihr seid so ein bisschen der Einzelkämpfer da. Es tut schon gut, wenn wirklich eine Betreuung da ist, wenn der Fahrlehrer mit dabei ist. Ja? Also, aber wie gesagt, das müsst ihr vorher erfragen, wie das in dieser Fahrschule läuft. Eine Kleinigkeit vielleicht, wie sieht es aus mit eurem Antrag, dem Führerscheinantrag? Bekommt ihr, wenn ihr euch anmeldet? Mehrere Sachen, die ihr zusammensammeln müsst, da machen wir nochmal ein spezielles Video für. Und dann muss das Ganze zum Straßenverkehrsamt oder zum Bürgerbüro. So, gibt das die Fahrschule für euch ab oder müsst ihr das selber machen? Manche Fahrschulen bieten diesen Service an, bei anderen müsst ihr es selber machen. Das wäre die Frage, wie ist für euch das Straßenverkehrsamt oder das Bürgerbüro erreichbar? Ist das machbar? Ne? Wie gesagt, ist eine Kleinigkeit, aber für den einen oder anderen ist es vielleicht dann doch wichtig. Ein unangenehmes Thema, durchgefallen. Es gibt Fahrschulen, die dann nochmal zum Beispiel eine halbe Grundgebühr von euch haben möchten. Ja, auch das bitte vorher abklären. Das sind dann so versteckte Zusatzkosten. Nicht jeder, dass er dann plötzlich einen Schreck bekommt und ihr müsst dann einfach nochmal 150 Euro oder irgend sowas nochmal nachzahlen. Ja, das ist dann immer doof, wenn man das vorher nicht wusste. Das sind erstmal so die Sachen, die mir so spontan anfallen für die Theorie, für die Praxis. Ja, will ich erstmal gucken, was haben die denn für Fahrzeuge? Also ich habe jetzt, zumindest stelle ich das fest, in letzter Zeit, dass doch so einige Fahrlehrer so kleine Profilneurosen haben. Also müssen die Autos immer größer und immer breiter werden. Sieht zwar von außen vielleicht ganz toll aus, wenn ihr so eine Fahrschule habt mit so riesengroßen Autos, aber letztendlich müsst ihr damit fahren. Ihr müsst damit einparken, ihr müsst an Engstellen damit klarkommen. Und ich weiß nicht, ob man euch das Leben damit so viel leichter macht. Also ich würde mir lieber eine Fahrschule suchen, die eine ganz normale Golfklasse hat, so in dieser Größe. Das ist ein super Auto zum Anfangen. Und würde versuchen, nicht mit so einem riesengroßen Raumschiff durch die Gegend fahren zu müssen. Das könnt ihr später machen. Ja? Wie viele Fahrlehrer gibt es in der Fahrschule? Ist das jetzt ein einzelner Fahrlehrer, der das macht, der seine Fahrschule betreibt? Dann es hat Vor- und Nachteile. Es kann zum Beispiel sein, dass die Fahrschule super voll ist, weil er macht das ganz toll, aber ihr bekommt keine Fahrstunden, weil halt viele warten. Und wenn ihr halt nur einmal die Woche oder im Extremfall alle 14 Tage einmal zum Fahren kommt, dann wird da nichts von, da kann sich nichts verfestigen, dann sind einfach die Intervalle viel zu groß. Ja? Also ihr müsst versuchen abzuklären, dass ihr mindestens zweimal die Woche fahren könnt. Und das geht natürlich nur, wenn ausreichend Fahrlehrer da sind und ich sag mal, wenn es nur ein Fahrlehrer da, ist, wenn der auch irgendwo einen zeitlichen Rahmen hat, euch auch mit einzubauen. Ja? Das nächste Problem, wenn es nur ein Fahrlehrer ist, wenn der mal Urlaub hat oder krank ist, dann ist es für euch halt einfach ein Ausfall. Eine Woche, 14 Tage, je nachdem. Ist natürlich nicht gut, weil ihr kommt irgendwo aus eurem Rhythmus raus und es wird euch wahrscheinlich die eine oder andere Fahrstunde mehr kosten. Habt ihr eine große Fahrschule, es gibt mehrere Fahrlehrer, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, da mal zu springen in der Zeit des Urlaubs oder der Krankheit. Es kann auch ein Nachteil sein. Manche Fahrschulen neigen dazu, Fahrschüler von Fahrlehrer zu Fahrlehrer springen zu lassen. Das ist total kontraproduktiv. Also das würde ich auf jeden Fall vermeiden. Die Fahrlehrer wollen alle dasselbe, letztendlich, dass ihr besteht, aber doch macht es jeder irgendwo anders und ihr werdet unsicher dabei. Ja, also vermeidet bitte dieses Springen von Fahrlehrern, aber auch eine Sache, die müsst ihr vorher abklären. Ja? Wie viele Fahrstunden? Bin ich eben eigentlich schon darauf eingegangen. Es müsste mal für euch die Möglichkeit sein, dass ihr zweimal die Woche fahren könnt. Das ist eigentlich ein ganz guter Wert. Eine Probestunde macht auch bei der praktischen Ausbildung Sinn, genauso wie das eigentlich bei der Theorie Sinn macht. Fragt einfach mal, setzt euch hinten mit rein und dann seht ihr letztendlich auch, wie der Fahrlehrer arbeitet, ob das irgendwie so ein hektischer ist oder ob er ja lustig ist oder wie auch immer. Ihr bekommt halt dann wirklich einen vernünftigen Eindruck, wie das Ganze dann auch in der Fahrstunde abläuft. Ja? Werde ich zu Hause abgeholt zur Fahrstunde? Es gibt Fahrschulen, die machen rigoros ihre Termine an der Fahrschule. Ihr müsst dann und dann da hinkommen und von da geht die Fahrschule los und da endet sie auch. Eigentlich sollte es kein Problem sein, euch von zu Hause abzuholen oder von der Schule. Ist auch wieder eine Frage der Erreichbarkeit. Wie komme ich dann zur Fahrschule, wenn ich unbedingt dahin muss? Ja?
Also würde ich schon versuchen, das so zu regeln, dass man euch wirklich dann auch von zu Hause oder wie gesagt von der Schule, von der Arbeit abholen kann. Ja? Ganz zum Schluss die Preise. Ich habe das ganz bewusst jetzt nach unten gemacht. Ist sicherlich für euch ganz wichtig. Viele hätten es vielleicht ganz nach oben gemacht. Natürlich ist der Preis nicht unwichtig. Ganz klare Sache. Wenn ihr anfangt, Preise zu vergleichen, tut mir bitte einen Gefallen, dann vergleicht sie komplett und nicht nur die Grundgebühr und den Preis für die Fahrstunden. Es gibt noch die Sonderfahrten, die Vorstellungen für die Prüfungen, für Theorie und Praxis. Und dann bekommt ihr eventuell auch noch fürs Lehrmaterial, dann bekommt ihr wirklich einen vollständigen Eindruck, ob jetzt hier irgendeine Fahrschule teurer ist oder billiger ist. Wenn ihr jetzt so eine extrem billige Fahrschule wirklich findet, dann stellt euch aber bitte auch einmal die Frage, warum ist denn der so billig? Warum verkauft er sich billiger wie alle anderen? Der muss ja genauso wirtschaftlich arbeiten und seine Rechnung bezahlen wie die anderen Fahrschulen auch. So, und für mich gibt es da eigentlich nur in der Regel einen plausiblen Grund, der hat nicht genügend Fahrschüler und versucht jetzt über Preis Fahrschüler in seine Fahrschule zu kriegen. So, warum ist die Fahrschule leer? Vielleicht liegt es an der Qualität. Es kann natürlich auch sein, dass es eine Fahrschule vielleicht ist, die einfach eine schlechte Lage hat. Ja, also deswegen kann man jetzt pauschal nicht sagen, der ist billig, der ist schlecht. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon relativ hoch, wenn ihr eine Fahrschule habt, die deutlich billiger ist, dass einfach irgendwo die Qualität doch nicht so gegeben ist wie in den anderen Fahrschulen. Ja, also deswegen natürlich, Preis ist wichtig, aber vergleicht bitte von oben nach unten und vergleicht alles. Ja, so. Das sind meine Tipps für euch, für die Suche nach der richtigen Fahrschule. Wie gesagt, macht euch ein paar Gedanken. Ihr müsst viel Zeit investieren, ihr müsst Geld investieren und geht nicht den bequemen Weg und nehmt die Fahrschule, die jetzt 300 Meter entfernt ist, nur weil es einfach bequem ist. Macht euch vorher Gedanken. Es ist immer unangenehm, wenn ihr dann in der Fahrschule sitzt, ihr macht eure Ausbildung und merkt dann, ich muss hier raus, ich muss wechseln, das ist alles nichts, das wird hier nichts. Ja? Dann gibt es auch viele, die den Führerschein ganz abbrechen oder zumindest für lange Zeit unterbrechen. Also das sind alles Sachen, die man vorher klären kann. Ich habe mir jetzt ganz spontan gerade noch einfallen lassen, ich werde im Abspann, glaube ich, nochmal diese Liste laufen lassen. Dann könnt ihr sie vielleicht niederschreiben und müsst das Video nicht anhalten für den einen oder anderen Punkt. Dann ist es, glaube ich, für euch ein bisschen einfacher. Ja? So, ich wünsche euch wie immer viel Spaß während eurer Ausbildung. Ich wünsche euch viel Erfolg in euren Prüfungen und wenn ihr schon bestanden haben solltet, letztendlich dann natürlich viel Spaß beim Fahren. Kommt immer gut nach Hause. Das war Sven von der Internetfahrschule. Wir sehen uns bald wieder. Es wird nicht lange dauern.